Turbo Barazzi. Ich werde heute den zweiten Teil des Tutorials von Endless Legend streamen. Dann gehen wir gleich mal rein. Einführung Zug 14 laden, jawohl. Dann laden wir das. Weil ich muss da auch erstmal wieder reinkommen, das habe ich ja gestern schon gesagt. Instanzierungsgitter wird erstellt. So, da tauchen sie alle auf, siehst du wohl. Akademieansicht. Jetzt solltest du mehr über die speziellen und mächtigen Heldeneinheiten erfahren. Öffne über die Hauptschaltfläche die Akademieansicht. Das ist der hier, jawohl. Der hier. Das ist die Akademie an sich, in der alle Helden deines Imperiums aufgeführt sind. Im Gegensatz zu Standardeinheiten können Helden im Kampf zwar verletzt, aber nicht getötet werden. Das klingt ja schon mal gut. Um Nutzen aus einem Helden zu ziehen, muss er einer Armee als General oder einer Stadt als Statthalter zugewiesen werden, je nach ihrem Profil. Und ihrer Heldenfähigkeit verleihen Helden ihrer Armee oder Stadt verschiedene Boni. Klicke mit links auf Betrachten oder doppelklicke links auf deinen Helden in der Akademieansicht. Also Betrachten. Da ist er. Im Gegensatz zu Standardeinheiten können Helden sofort neue Gegenstände anlegen. Ach, wusste ich gar nicht, dass die anderen das nicht können. Solange sie sich in der Akademie oder einer von dir beherrschten Region befinden, kannst du sofort die für die Ausrüstungsänderung erforderlichen Ressourcen ausgeben. Klicke mit links auf Fertigkeitenbaum, um mehr über Helden, Erfahrungspunkte und Fertigkeitspunkte zu erfahren. Zack. Mit jedem Stufenaufstieg erhalten deine Helden einen zusätzlichen Punkt mit dem du eine ihrer Fertigkeiten, das dürften die hier sein, verbessern kannst. Die zum Aufstieg erforderlichen Erfahrungspunkte erhalten Helden im Kampf durch das Errichten von Konstruktionen, wenn sie Statthalter sind, oder durch bestimmte Armeeaktionen, wenn sie eine Armee anführen. Im Moment habe ich null Fertigkeitspunkte. In normalen Spielen werden fortschrittlichere Funktionen durch das Freischalten neuer Technologien oder das Zusammentreffen mit anderen Imperien verfügbar. Der Markt ist eine solche Funktion. Hier kannst du unter anderem neue Helden für dein Imperium anheuern. Heldenzuweisung. Du kannst nun deinen ersten Helden einer Armee oder deiner Stadt zuweisen. Sobald er zugewiesen ist, muss eine bestimmte Anzahl an Zügen verstreichen, bevor der Held neu zugewiesen werden kann. Der Held kann auch direkt aus einer Stadt oder einer Armee zugewiesen werden. Du solltest jetzt ausschlagend Grundlagenwissen haben, um Endless Legion zu spielen. Aber das hätte ich mal gestern wissen sollen, hätte ich die eine Runde hier noch gemacht. Beende deinen Zug, wenn du bereit bist, diese Einführung abzuschließen und dein Imperium in eine glorreiche Zukunft zu führen. Hurra! So. Also kann ich jetzt erstmal hier nichts vergeben. Aber ich habe ja anscheinend einen hier. Dann schließen wir den erstmal hier, den Jungen. Ach so, eine Armee zuweisen. Dann gucken wir doch erstmal, was er kann. Und bekleiden kann ich ihn auch noch. Kopfschutz brauchen wir. Den brauchen wir. Was ist das hier? Schildeisen gut. Titan gut, ein Buch. Plus ein pro Aufstand. Schadensbonus-Armee. Nicht zugewiesen. Also in Oberfläche wegen, wie können Sie dorthin gelangen oder sollen Sie besser nach Norden, da Sie von Natur aus. Auch das mir, also haben sie wieder in die Tiefen zu treiben. Was kann der denn hier, der Held? Hohe Reichweite, Technologieliebhaber, wirkt im Kampf.
Letztes Gefecht, Verteidigungsbonus, Wissenschaft. Kurze Stand blockieren. Also wird also. Der kommt zur Armee, der Junge, oder die. So, wie weise ich jetzt zu? Erstmal rüsten wir den noch mit ein paar Schuhschuh aus. Entschieden. Und was haben wir hier? Haben wir zwei. Oh. Verbesserter Schaden 1. Scharfe Sinne. Verbesserte Sichtweite. Da hat er doch sowieso schon einmal. Ne? Scharfe Sinne 1. Ja. Ja, Ruhm oder Tod 1. Glücksbringer. Erhöhte Bewegung 1. Das können wir schon mal nehmen. Und das Buch ist, das ist für die Stadt, was wichtig ist. Was ist denn das noch hier? Gegenstand. Jawohl, hat er den auch. Und dann, was machen wir dann noch schlechter der Nebenfraktion? Kosten 10 und Schadensbonus, dann kriegt er den noch dazu. So, übernehmen. So, und wie mache ich das jetzt? Eine Armee zuweisen. Hier ist es. Auswählen. Zack, bumm. Und jetzt haben wir ihn zugewiesen. Gut. Das war's, Herr Maas. Wie kommen wir jetzt schnell zur Armee? Da muss auch irgendwie gehen. Hier war noch hier irgendwo, ne? Oder? Da. Aber da ist noch. Kein Führer bei. Dann gehen wir erstmal hier hin. Tempelruinen. Suchen. Nichts gefunden. Tja, passiert auch mal. Hier noch irgendwas? Hier könnte das zu Ende sein. Oder auch nicht. Egal. Jetzt gucken wir hier hinten mal. Könnte sein, dass es auch rüber geht, ne? Dann gehen wir mal ein bisschen. Ja, aber da können wir noch was entdecken. Das ist ja auch nicht schlecht. So, ich glaube, gucken wir mal schnell, ob wir noch forschen. Eins, zwei, ja, das tun wir. Auftragsliste haben wir keine. Helden. Einheiten und Armee. Imperiumsansicht. Ich würde ja mal gerne vorher noch zur Stadt gehen. Mal gucken, ob wir da noch was machen können. Splatt. Der Extraktor braucht noch 4 Runden. Gut. Was können wir denn dann noch alles in Auftrag geben? Die Nahrungsproduktion erhöht sich. Plus 10, plus 15 und ein minus 1 Stadtunterhalt. Aha, das ist also schnellere. Da gibt es einen Miliz mehr. Festungsarchitektur. Plus 2 Regeneration von Stadtbefestigung, 100 Stadtbefestigungspunkte und ein Erfahrungspunkt pro Zug auf Armee. So, nehmen wir den mal mit, ne? So, dann können wir jetzt. Da ist der Titanextraktor dann irgendwann, hoffe ich.
Offizier der Dämmerung. Forschung abgeschlossen. Aha, jetzt können wir also Kavallerie produzieren. Jetzt geht es weiter mit verbesserte Legierung. Bevölkerung ist gewachsen. Glückwunsch. Aha, jetzt kriege ich nochmal einen Glückwunsch. Dann viel Glück. Ich habe das Tutorial abgeschlossen. Hauptmenü. Jo, das war kurz und knackig. Der Rest der Einführung. Ich dachte, das wird noch weitergehen, aber anscheinend nicht. Gut, dann bin ich und seid ihr hoffentlich auch jetzt in der Lage, Endless Legend anzufangen. Beherrschen tut man das Spiel ja sowieso erst, wenn man es länger gespielt hat. Ne? Ich verabschiede mich. Vielleicht für heute, vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich nachher noch was, aber dann was anderes. Und wünsche euch einen sonnigen Tag mit angenehmen Mitmenschen. Macht's gut.